Die hat keine Chance. Jungs, seid mal ehrlich, nennt mich den Elden Lord. Ey, Bro, Chat, seid mal ehrlich. Nennt mich den Elden Lord. Erster Boss tot. Zack, da ist er. Es gibt... Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich habe jetzt einfach mal hier Cousin mitgenommen, gebucht. Quarzo, du bist jetzt dabei. Quarzo? Ist das irgendwie... Also, ab dem 1.4. ist Gras in Deutschland legal. Und das wurde heute bestimmt. Und der erste NPC, den ich neben Carola anheuer, ist Quarzo. What the fuck is this? Was ich meine? So. So bin ich am Scheißen. Und das Problem ist... Boah, Junge, jetzt kommt das Schlimme. Jetzt kommt erst der richtige... Jetzt kommt erst der richtig schlimme Shit. Ja, dieser cremige Kacker, das ist gar nicht so schlimm. Bro, in dem Hotelzimmer, ja, gab's keine Feuchttücher. Das hat mir so räudig das Arschloch zerschossen, dass ich auf dem Weg von Hans Zimmer zum Hotelzimmer gelaufen bin wie Mr. Krabs. Ich bin zu einem Krebsmensch geworden, weil ich breitbeinig laufen gehen musste, weil mein Arschloch war wie mit Schleifpapier bearbeitet, ja? Moin Mitashi, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Die Facecam nicht in Fullscreen machen, hab gerade Feierabend und will mir das Wochenende nicht kaputt machen. Musst du nicht schlafen gehen? Du bist ja schon 40 plus. Ey, Team Günto, deine Mutter lutscht Pickel über Kreuz, ja? Ich wollte es dir nur sagen. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Microtransactions sind scheiße, ich weiß, vor allem für ein Singleplayer-Game. Aber diese Sache tangiert mich nun mal nicht so doll, weil Sachen in-game, die man mit Geld bezahlen muss, sind nur scheiße, wenn man kein Geld hat. Ja. Oh, hä? Hey! What the fuck is this? Der ist ja wie Unkraut! Hose! Eine Strapse! Bro! Also da kann man auch mal auf Steam gehen und eine schlechte Bewertung schreiben. Digga, das ist die beste Hose, die ich im Spiel gefunden habe. Wirklich, das ist einfach eine Strapse. Das heißt, man hat so einen kleinen Thong an, der geht auch richtig ins Arschloch rein und so eine komische Strapsenhose. Die ist besser als alle Hosen. Ich kann nicht zum Händler gehen, zum Schmied gehen und sagen, Bro, ich hätte eine bessere Hose. Gibt's nicht, weil die ist einfach krank. Und ich kann dir nur meinen vollen Respekt ausdrücken, was du da jedes Jahr machst mit Merz, mit Herz. Finde ich wirklich krass. Ich habe das dieses Jahr erst so erfahren, ne, weil ich war auf Twitch nicht so unterwegs. Fetten Respekt. Auch so alleine, weißt du? Also ja. Die meisten machen ja so Charity-Projekte und Events, so mit großen Teams, und dass du da so einen ganzen Monat Commitment hast, großen Respekt an einfach der Stelle. Finde ich richtig gut. Bro, für die Kids nur das Beste. Ey, Henno, ich wünsche dir einen unfassbar schönen Abend und ich schicke dir gleich ein Foto von mir und meiner Pizza, okay? Geil, ich freue mich drauf. Mach's gut, hab noch einen geilen Abend. Schönen Stream noch, und ja? Bitte, bitte nochmal dann auch eine Nahaufnahme von der Pizza. Aber räudig, dass ich wirklich rein erkenne, was du da... Ja. Digga, der Schütz, Digga, das Menschen sind Mensch. So die Opfer. Junge, Menschen sind wer so spielt geil. Sowas freiwillig? Junge, ich! Menschen sind das Beste, was oh es gibt! Gott, es ist einfach ein fucking Fantasy-Spiel und du entscheidest dich, Menschen zu spielen. Ja, aber Bro, ich sehe im echten Leben schon aus wie ein verfickter Ork. Für mich ist das Fantasy, wenn ich mal ein Mensch spiele. Hä, hey, da ziehst du jetzt die Grenze. Findest du Mac ist besser als Burger King? Um Welten! Bist du scheiße? Das ist doch, und deswegen bist du auch ein dreckiger Ali. Das ist ja, das kann doch keiner ernsthaft sagen. Junge, niemand. Deine Eltern wollten dich ins Tierheim stecken mit drei. Wir gehen jetzt zum so Burger King. Disgusting, Alter. Bei Burger King laufen die Ratten rum. Die Welt, das sind ja die Maskottchen. Die kommen bald aufs Burger King-Logo. Meckles, Alter. Ey, so ein L-Take von dir, da werde ich jetzt zum Papa platt. Und das sag ich habe bei Meckles gearbeitet ein Jahr. Kein Wunder, warum die Burger so scheiße sind. Findest du das Spiel bis jetzt? Ey, Bro, guck mal, die Sache ist die, ja? Ich bin in der gleichen Position gewesen wie ihr. Ich habe mir die Steam-Bewertung durchgelesen und dachte mir so, ach du heilige Scheiße, was ist denn da jetzt los? Habe ich mit meinem Bruder darüber gelacht, haha, hihi, huhu. Dann habe ich mich eingeloggt, ja, und das Spiel gespielt und meine Fresse gehalten. Und das Spiel ist der absolute Wahnsinn. Eine Biene sehr bekannt, von der sprach weit und breit. Und die... Maya, kleine, fette, dumme Biene mit Hashi. Ach du Scheiße. Bro. Wie findest du das Game bisher? Das Game ist das krasseste Game, was es gibt, der Series. Also, für mich ist es nicht mal so, dass ich mir so denke, boah, Junge, die Bossfights sind so schwer, es ist so episch. Einfach alles. Der Zusammenhang macht's. Diese, alles, was du machen kannst. Das Mobs töten, das Farmen, die Bosse, die Story, Bro. Es ist, also... Ich glaube, gestern on Stream habe ich mich erst so richtig in Elden Ring verliebt. Als
ich bei diesem komischen Boss, wo wir gerade waren, saßen und jemand meinte, Bro, das schaffst du niemals, du musst mal irgendwie leveln gehen. Und ich meinte so, ja, Bro, also ich wollte jetzt nicht stumpf irgendwie Mobs kloppen oder so ein Scheiß, aber er meinte, ja, du kannst in Minen gehen und Equip farmen, du kannst diese heiligen Gräler sammeln, damit du bessere Pots bekommst. Und als ich gemerkt habe, was neben dem Game alles los ist, geisteskrank. Also wirklich, also was man neben dem Game alles machen kann, es ist geisteskrank. Und ich habe vielleicht 5% von dem gesehen, was man machen kann.